Steigen Sie bitte aus. Was wollen Sie von mir? Würden Sie ja bitte reinblasen. Wozu? Stellen Sie sich nicht so dumm. Blasen Sie den kleinen Ballon auf. Nichts? Das gibt's doch gar nicht. Die ist doch voll wie ein Schwamm. Die müssen ein neues Gegenmittel erfunden haben. Lassen wir eine Blutprobe machen. Kommen Sie bitte. Ich habe Kopfschmerzen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie komme ich hierher? Wissen Sie es nicht? Wissen Sie vielleicht, wie Sie heißen? Karin Becker. Alter? 23. Beruf? Kötterin. Hä? Ich schneide Filme. Also. Haben Sie ein Auto? Ja. Was ist mit dem Auto? Hatte ich einen Unfall? Abo. Sie haben lediglich einen PKW gerammt und um ein Haar am Funkstreifenwagen angefahren. Sonst ist gar nichts passiert. Wie ist denn das möglich? Ja, das wollte ich eigentlich von Ihnen wissen. Vielleicht erinnern Sie sich, wenn ich Ihnen sage, dass Sie voll mit LSD waren, als Sie durch die Gegend gerast sind. Randvoll. Das kann nicht sein. Nicht? Bitte schön. Hier ist das Gutachten des Arztes. Ja, aber ich habe nie LSD genommen. Ich trinke öfter mal ein Bier. Und ich mag auch Männer ganz gern. Aber Rauschgift? Nein. Sie waren aber weder in einem Bier noch in einem Lustrausch. Sie standen eindeutig unter D-Lysergsäure-Diethylamid. Sagen Sie mal, was ist das Letzte, an was Sie sich erinnern können? Ich war im Kino. Happy End hieß der Film, eine Komödie. Danach weiß ich nichts mehr. Ach doch, warten Sie. Vorher wollte ich noch einen Freund anrufen, ob er mitkommt. Ja, und da in der Telefonzelle habe ich ein Röhrchen mit Grippetabletten gefunden. Das stand jedenfalls drauf. Und weil ich mich grippig fühlte, habe ich zwei Tabletten genommen. Dann bin ich ins Kino. Haben Sie das Röhrchen noch? Ich habe es weggeworfen. Wo war die Telefonzelle? Vor der Uni. Und das soll ich Ihnen alles glauben? Ja, aber es war so, genau so. Ich habe es nur eine Stunde lang versucht, aber die ist stur geblieben wie ein Panzer. Warum geben wir den Fall nicht weiter? Das ist doch Sache des Rauschgiftdezernats. Womit sind Sie eigentlich zurzeit beschäftigt, Herr Steiner? Mit diesem vermissten Mädchen. Und wie weit sind Sie da? Naja, diese Eva Heidkamp, ein sonst braves und ordentliches Mädchen, ist plötzlich und ohne erkennbaren Grund verschwunden. Nach Spanien vermutlich. Das ist alles, was man weiß. Aha. Tja, ich habe hier eine Statistik, die besagt, dass der Mädchenhandel in der letzten Zeit wieder stark zugenommen hat. Eine große Rolle spielt dabei das Rauschgift, heißt es. Die Mädchen werden durch immer stärkere Drogen süchtig gemacht, solange bis die Drogenverteiler sie völlig in der Hand haben. Dann werden sie mit dem Versprechen, dort weiteres Rauschgift zu bekommen, den Händlern in Nordafrika und im Vorderen Orient zugespielt. Sie meinen Eva Heidkamp? Ich meine, dass mich Ihr Fall und der Bericht vom Fröschl und diese Statistik hier, dass mich das alles stutzig macht. Was meinen Sie eigentlich, Weininger? Dass die Aussage von dieser Birgit Held ein bisschen dünn ist. Sie hat immerhin 2,5 Jahre mit der Eva Heidkamp zusammen gewohnt. Ich glaube, das ist mein Fall, Herr Weininger. Ja. Und die Karin Becker, diese LSD-Fahrerin, ist dem Fröschl sein Fall. Ob aber Ihr Fall und dem Fröschl sein Fall was miteinander zu tun haben, das ist mein Fall. Und dem werde ich jetzt gleich einmal nachgehen. Oder habe ich Sie falsch verstanden, Herr Direktor? Durchaus nicht. Ich kenne wirklich keine Karin Becker. Ehrenwort. Also gut, dann unterhalten wir uns über Ihre Freundin, Eva Heidkamp. Sie war nicht eigentlich meine Freundin. Hm. Dankeschön. Sie hat diese Wohnung mit mir geteilt. Und das ist alles. Außerdem war sie kaum noch zu Hause. Und wo war sie? Ich hab doch schon gesagt, die letzten 14 Tage hat sie überhaupt nicht mehr hier gewohnt. Irgendwann kam ich nach Hause und da lag ein Zettel da. Bin nach Spanien. Und ihre Sommerkleider waren weg. Und früher, wie Sie noch näher mit ihr befreundet waren, mit wem hat sie denn da verkehrt? Sie war öfters in der Grotte. Das ist ein Café in Schwabing. Und Sie waren nie mit? Ein, zweimal. Aber Sie erinnern sich an keinen Namen? Doch, der eine ist Harry, ein Schriftsteller. Sir, was schreibt er denn? Oh, ein Buch über Rauschgift. Mhm. Ein interessantes Thema. Herr Inspektor. Eva hat Rauschgift genommen. Erst LSD und dann noch was anderes. Woher wissen Sie das?
Wir haben es einmal zusammengenommen. Und dann hat sie mir noch öfter was angeboten. Und Sie? Mir ist gleich beim ersten Mal schlecht geworden. Ich wollte nicht mehr. Warum haben Sie das nicht eher ausgesagt? Ich wollte Eva nicht reinreißen. Und wenn sie schon drin sitzt in der Tinten, was dann? Fräulein Birgit, wollen Sie Ihrer Freundin helfen? Mhm. Gib her. Maxel, du wolltest mir doch was erzählen. Ihr? Kenn ich doch gar nicht. Na klar kennst du mich. Der gute alte Harry, dem du die Geschichte von den Elefanten erzählen wolltest. Ein Bier. Und? Zwei Bier. Hast du sie auch gesehen? Ich nicht. Aber du. Na komm, wie ist das mit den Elefanten? Ich will Schnaps. Also, zuerst kriegst du Schüttelfrost. Dann bricht dir der Schweiß aus. Dann siehst du in der Ecke einen kleinen grauen Elefanten, der wird langsam größer. Dann ist er plötzlich weg. Jetzt merkst du, dass die Wand kleine Runzeln hat. Sie bewegt sich fast, als ob sie atmet. Dann weißt du, dass die Wand ein Elefant ist, der langsam auf dich zukommt. Immer näher. Immer näher. Immer näher. Aber Maxel, ich bin doch kein Elefant. Ich bin der gute alte Harry. Hallo Harry, wie geht's? Hallo. Moment mal, ich hab's gleich. Rita, Elke, Eva, stimmt's? Beinahe, ich bin die Freundin von Eva. Wir kennen uns aus der Grotte. Ach ja, richtig. Wie heißt du noch? Birgit. Was macht Eva? Man sieht sie gar nicht mehr. Sie ist in Spanien. Spanien? Die hat's gut. Und unser eins muss ihren finsteren Kneipen vergammeln. Musst du? Du weißt doch sicher, dass ich einen Roman über Süchtigkeit schreibe. Ja, das kannst du doch auch in Spanien. Irgendwas zusammenschmieren kann ich überall, aber ich will etwas Authentisches schreiben, verstehst du? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich beobachte Süchtige seit 2 Jahren und was ich da erfahre, das kann sich kein Mensch ausdenken. Hast du eben die Geschichte mit dem Elefanten gehört? Hat er mir gestern erzählt, seine Deliriumsfantasie. Wäre dir sowas eingefallen? Ich bin ja auch kein Schriftsteller. Wann wird denn Ihr Roman fertig? Fertig? Ich weiß nicht. Ich schreibe ja nicht bloß über Alkoholismus. Mich interessieren alle Arten der Süchtigkeit. Alles, was einen Menschen zerstört oder hörig macht. Ja, und da gibt es noch andere Dinge als Schnaps. Meinst du LSD? LSD. Nehmen Sie selber auch Drogen? Ich bin doch nicht verrückt. Nein, nein. Diese Dinge muss man beobachten und nicht erfahren. Präzise und nüchtern beobachten und selbst die Finger davon lassen. Warum fragen Sie? Haben Sie irgendetwas mit Literatur zu tun? Ich bin Verleger. Eigentlich bin ich nur nach Schwabing gekommen, um ein paar junge Talente zu entdecken. Wie heißt denn Ihr Verlag? Orpheus Verlag. Na, da würde doch Ihr Werk ganz gut hinpassen. Leider. Vorerst nichts zu machen. Du, sag mal, Harry. Eva hat ein paar Mal LSD mitgebracht. Das ist ganz dufte. Könntest du mir nicht was besorgen? Ja, wofür hältst du mich, Schätzchen? Ich schreibe darüber, aber ich handle nicht damit. Ich dachte, du wüsstest naja, vielleicht. Ich kenne ein paar Leute, die Stoff schlucken, aber mich interessiert lediglich, wie sie es verkraften. Wo Sie das Zeug herhaben, ist literarisch uninteressant. Na, sagen Sie das nicht. Als Kriminalschriftsteller kann man einen Haufen Geld verdienen. Was heißt Geld? Mich interessieren Menschen. Was soll ich denn machen, Harry? Ich bin vollkommen fertig. Ich kann nicht mehr schlafen, kann nicht mehr arbeiten. Tut mir leid, aber ich kann dir auch nicht helfen. Es gibt im Moment keinen Koks in der ganzen Stadt nicht. Du bist wie verhext. Ach, dann gehe ich eben in eine andere Stadt. Du musst dich zusammennehmen. Vielleicht ist in 2, 3 Tagen wieder was da. 2, 3 Tage, du hast gut reden. Harry, bitte, Harry, du musst mir helfen. Hast du deinen Urlaub schon genommen? Nein, warum? Du könntest nach Spanien fahren, das ist Zeug viel leichter zu kriegen als hier. Also gut, ich versuche noch mal, ob was für dich aufzutreiben ist. Bitte, Harry. Kann das für dich sein? Niemand weiß, dass ich hier bin. Nimm dich jetzt zusammen. Grüß Gott. Wanninger. Na, Sie erinnern sich doch, wir haben uns gestern durch die Birgit kennengelernt. Ja, was kann ich für Sie tun? Ja, ich bin doch Verleger. Und was Sie mir da gestern erzählt haben, von, darf ich reintreten? Bitte. Danke. Grüß Gott. Herr Wanninger, Fräulein Karin, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Also, was Sie da erzählt haben von Ihrem Buch über Süchtigkeit,
Das würde mich schon interessieren. Ich habe nämlich bisher nur Fachbücher verlegt und möchte jetzt ganz gerne mal auf die Literatur raus. Na, und das, was Sie da schreiben, das wäre doch gerade so mittendrin, zwischen Fachbuch und Literatur, nicht? Tut mir leid, Herr Wanninger, aber ich habe mein Buch noch gar nicht angefangen. Im Moment bin ich noch im Stadium des Beobachtens und Sammelns. Das kann auch noch Jahre dauern, bis ich effektiv zu schreiben anfange. Es tut mir wirklich leid, Sie enttäuschen zu müssen. Tja, das enttäuscht mich wirklich, weil ich selber gerne mal wissen möchte, wie das eigentlich so ist. So mit Rauschgift und solchen Sachen. Ein Bekannter von mir gibt heute Abend eine Party. Wenn Sie wollen, kommen Sie doch mit Birgit hin. Blumen. Ich schlafe in einem Blumenkelch. Nimmst du nichts? Du warst doch so scharf auf das Zeug. Brauchst du ein neues Opfer? Was meinst du damit? Na, zum Beobachten braucht man nun mal Objekte. Keine Angst, die finde ich auch ohne dich. Sag mal, was hat eigentlich Eva aus LSD genommen? Ich meine zuletzt. Was heißt zuletzt? Na, bevor sie verreist ist. Woher soll ich denn das wissen? Ich dachte, du hättest sie beobachtet. Naja, wenn ich sie halt getroffen habe. Sie hat nur erzählt, ihr hättet euch sehr oft getroffen. Sag mal, was willst du eigentlich von mir, hä? Vielleicht dasselbe, was Eva bekommen hat. Von LSD wird man nämlich schlecht. Von mir hat sie nichts bekommen. Aber du weißt, wo sie es her hatte. Frag doch Lisa. Und du belieferst die ganze Bande. Na, sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich? Schlucken oder fragen? Ja, ich meine nur, wenn ich mal nicht auf so einer Party bin und hab gerade einen Gusto auf so eine Reise, was mache ich denn dann? Ich bin Bedienung in der Grotte. Stellen Sie einen Kaffee und verlangen extra Zucker. Hm? Kostet 20 Mark. Na, eine Reise nach Spanien kostet mehr, gell? Wie meinen Sie das? Ja, stimmt's vielleicht nicht? Ach so. Ja, ich weiß nicht, ich war noch nie in Spanien. Redet ihr von Spanien? Ja, warum? Harry hat mir gesagt, ich soll hinfahren. Ein schönes Land. Voll Mond. Ich schlafe in einer Mohnblume. Sagen Sie mal, Forscher, wie weit sind Sie eigentlich mit Ihrer LSD-Dame gekommen? Der Arzt hat gesagt, dass es das gar nicht gibt, dass sich einer nach LSD an nichts mehr erinnert. So, was wollen Sie jetzt tun? Mir einen Haftbefehl besorgen, denke ich. Ich würde versuchen, bei dieser Gelegenheit auch einen Haussuchungsbefehl zu bekommen. Das ist eine gute Idee. Obwohl mir persönlich eine Leibesvisitation lieber wäre. Du, Harry. Mhm. Der Bursche schmeckt mir nicht. Wieso? Lisa hat ihm Stoff gegeben, aber er hat ihn nicht genommen, nur markiert. Außerdem fragt er zu viel. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Gib ihm doch noch was und pass auf, dass er es auch wirklich nimmt. Sollten wir ihn nicht lieber raussetzen? Ich möchte ihn erst noch beobachten. Okay. Das ist ja grässlich. Du bist hübsch. Wie gefällt's mir? Das ist schön. Kolisal, warum hast du sie umgebracht? Spielen Sie doch nicht verrückt. Kreise. Ist doch alles in Ordnung. Kreise, gelb und rund wie die Sonne. Kreise. Schön. Die Sitzende. Die Sitzende. Das ist die wahre Kunst. Schnee. Schöner, weißer Schnee. Brennt ihr Licht? Du hast sicher vergessen, es auszumachen. Ich bin doch schon am Nachmittag weggegangen. Polizei, was können die von dir wollen? Ich hatte einen Autounfall. Deshalb kommen die doch nicht nachts in die Wohnung. Ich war unter LSD, sie haben es gemerkt. Verdammt nochmal, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Komm, wir müssen weg. Wohin? Ach, du meinst, ich muss mich verstecken? Weißt du, was auf Verstoß gegen das Opiumgesetz steht? Zuchthaus. Ich habe nichts Verdächtiges finden können in der Wohnung. Nicht einmal die Dame. Der Vogel war ausgeflogen. Deutete irgendetwas auf eine geplante Abreise hin? Nein. Alle Kosmetiksachen waren da. Und ohne die verreist deine Frau nicht.
Nicht einmal übers Wochenende. Sie müssen es ja wissen. Wann warst du denn dort, Fröschl? Na, so gegen eins. Das habe ich mir gedacht. Das Bürschel ist nämlich auch ausgeflogen. Ach, Sie kennen den Mann, der dahinter steckt? Na, wenn Sie schon wissen, dass ein Mann dahinter steckt, ein bisschen weiter muss ich ja wohl sein. Dann können Sie mir vielleicht auch sagen, wer die algerischen Komplizen sind. Was sagen Sie da? Die spanische Polizei hat mir nämlich mitgeteilt, dass die Spur Eva Heidkamp sich in Kreisen algerischer Mädchenhändler verliert. Na, dann wird es aber höchste Zeit, dass wir diese Karin finden, bevor sie auch dort landet. Machen wir doch eine Razzia. Na, ich mag das gar nicht, wenn die Polizisten in der Gegend rumrennen wie die Ameisen. Ich würde es lieber mal gezielt versuchen, Herr Steiner. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Macht nichts, Fröschl, ich erkläre das schon. Du, Lisa, ich muss dich unbedingt sprechen. Wo brennt's denn? Bring mir einen Schnaps an den Tisch, dann erzähl ich's dir. Setz dich an, Lisa. Ich komm von Harry. Von Harry? Er musste sich zurückziehen, du weißt schon, wohin. Er braucht dringend Stoff, eine ganze Menge. Der will nicht selbst herkommen. Was ist denn passiert? Ich weiß nicht genau. Irgendwas mit Karin. Ist die nicht mit draußen? Doch. Aber nun frag nicht viel. Gib mir den Stoff. Harry wartet auf mich. Moment. Einen Schnaps, 1,20 bitte. Oh, Entschuldigung, so was Dummes. Deswegen bin ich nämlich extra hergekommen. Na, bist du verrückt? Na, du wirst doch noch ein Stück für mich übrig haben, oder? Aber hier im Café? Mach doch kein Theater. Das ist nicht meine erste Reise. Bist du bei Thomas angestellt, das reicht ja wohl. Soll ich Harry was bestellen? Ja. Sag ihm, er soll mich heute Abend anrufen. Okay. Komm, geh nach Haus. Mir ist so schlecht. Ach, dann geh auf die Toilette. Noch was zu trinken. Jetzt haben wir den Ärger. Er war nicht betrunken, Chefin. Dieser kleine Schluck. Ach, bitte helfen Sie mir doch mal. Café Grotte, Hohenzollernplatz. Hier ist ein Mann aus unerklärlichen Gründen zusammengebrochen. Nein, er ist nicht betrunken. Kriminalpolizei. War das ein Verbrecher? Nein. Ja, was hat denn die Kripo damit zu tun? Ja, wenn Sie es genau wissen wollen, es ist halt schon der dritte, der in Schwabing plötzlich zusammengebrochen ist. Der dritte? Die zwei anderen sind auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Aber das geht doch gar nicht. Wie ist denn das möglich? Gift wahrscheinlich. Gift? Jedenfalls muss ich Sie bitten, keine weiteren Speisen und Getränke mehr auszugeben, bis unsere Untersuchung abgeschlossen ist. Ja, was? Glauben Sie, meinen Speisen ist Gift? Nein, das glaube ich doch nicht. Schenken Sie ruhig weiter aus, nichts für ungut. Ja, aber wenn doch was passiert? Dann hat höchstens einer zu viel gesoffen. Wiederschauen. Sowas. Den Schädel haben wir angehört bei dem Sturz. Jetzt kommt sie. Passen Sie auf, dass wir sie nicht verlieren. Keine Sorge, ich habe den Taxifahrer vorher instruiert. Er passt auf, dass er uns nicht abhängt. Na, wie haben wir es gemacht? Großartig. Und deshalb gehst du jetzt zur Mitra und lässt dir einen Orden geben. Oh, schade. Ich hätte so gern das Gesicht von der Karin gesehen. Ja, wir bringen sie dir mit. Hau ab. Fahren Sie los. Mir ist das egal, Kind. Mir kann nichts passieren. Ich habe ihr Stoff genommen und auf welchen verkauft. Ja, aber wenn sie mich jetzt einsperren, dann kriege ich doch nichts. Ich halte das nicht aus. Sie werden dich in einer Entziehungsanstalt stecken. Was soll ich denn machen, Harry? Sag doch was. Ich habe dir einen Vorschlag gemacht. Sonst weiß ich auch nichts. Kern, bist du sicher, dass ich in Spanien Stoff kriege? So viel, wie du willst. Ich sag dir doch, ich habe gute Freunde da unten. Ich schreibe ihnen, dass du kommst, dann musst du sie nur anrufen. Ich habe Angst, Harry. Tja, Kindchen, sag, was du willst. Ich fahre dich auch aufs Präsidium. Nein, ich gehe nach Spanien.
Wann soll ich fahren? Am besten gleich. Ich habe auch schon einen anderen Pass für dich. Ja, kann sein, dass sie schon die Grenzen überwachen. War das Mädchen schon hier? Welches Mädchen? Lassen Sie mich vorgehen. Mich kennt der Bursche nicht. Und mich wird er gleich kennenlernen. Was soll die hier? Die weiß nicht mal, wo ich bin. Aber die hat doch den ganzen Stoff abgeholt. Kurz bevor dieser Kerl da umgefallen ist. Jetzt erzähl mal, was los war, bei der Reihe nach. Also das Mädchen, ich glaube, Brigitte heißt sie. Die ist zu mir reingekommen und hat mir gesagt... Hände hoch, Kriminalpolizei! Wenn Sie nicht sofort die Waffe wegwerfen, erschieße ich das Mädchen. Das glaube ich nicht. Wollen Sie Poker spielen? Und jetzt mit dem Gesicht zur Wand. Hanno! Kommen Sie rein, los! Darüber! Der Tote! So ist das also. Der Herr Verleger will mich aufs Kreuz legen. Hi! Ich hab dich doch ins Präsidium geschickt. Entschuldigen Sie, ich hab so Zeit lang gehabt nach der Dame. Bedanken könnten Sie sich schon. Wofür? Fürs Gefängnis? Ja, das sollten Sie schon. Denn wo der Sie hinbringen wollte, dagegen ist das Gefängnis ein Sanatorium. Und Sie? Ja, ich hab das nicht gewusst. Was hast du nicht gewusst? Dass Sie an algerische Mädchenhändler verkauft werden sollten. Sie wurden so lange mit Rauschgift gefüttert, bis sie zu allem bereit waren. Na, dann wär's abgegangen. Auf Nimmerwiedersehen. Woher wissen Sie das? Sie sind nicht das erste Opfer dieses feinen Paares. Oh, ich habe mit den anderen nichts zu tun. Ich habe nur Eva Heidkamp gekannt. Vorher hat ja Harry in Berlin gearbeitet. Das wollen wir ganz genau wissen. Vielleicht können wir dem Mädchen noch helfen. Tja, Wanninger, ich glaube, hier sind wir fertig. Ja, sobald unser Schriftsteller aufwacht, können wir gehen. Ich möchte so einen schweren Jungen nicht gern tragen müssen mit meinen kaputten Bandscheiben.